Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nelly Kuttelott. Und wir erkunden die Graupinger Insel, oder? Graupinger Insel, genau. Und wir sind hier auf der Vogelinsel, also alles sind die brausenden Felsen, sind hier auf der Vogelinsel gelandet. Und ach ja, ist sogar eingezeichnet. Guck mal hier, die Gondel haben wir genutzt. Und sind jetzt hier im Graupinger Hafen gelandet. Und wollen jetzt zu Richter Graupinger. Ja, wir haben schon Hinweis daraus, dass wir die Sanitania, heißt sie, ne? Nutzen können. Eventuell. Was machen wir jetzt? Wir haben auch einen Hinweis bekommen, wie wir die Tür öffnen. Ein kleiner Tritt. Von unserem Chefmechaniker hier oben. Huch. Wow. Captain Lear. Ich dachte immer, das wäre King Lear. Aber diesmal ist nur Captain Lear. Und? Und natürlich Jürgen. Nautische Karte, Schiffsruder, Captain Lear, Rollladenschrank, Kleiderschrank, Notiz. Ich gucke mir jetzt meine Notiz an. Zu erledigen? Haftnotizzettel kaufen. Vollkommen nutzlos. Und der Schrank? Sieht aus wie das Paradies für Spinnen. Leer. Tja, und Captain Lear? Der Kapitän sieht etwas seltsam aus. Das heißt doch, der ist tot, oder? Ach, hier oben ist noch so ein Planetarium oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Guten Tag, ich bin Nelly. Sind die Muscheln schon so weit, Susan? Bitte was? Nein, das geht nicht so. Der Ombudsmann würde das so nie verantworten wollen. Hier und da noch ein wenig gedreht und dann sind bei dem wirklich alle Schrauben locker. Ja, wir stellen uns erstmal vor. Wie heißen Sie denn? Wie sich wohl von selbst versteht, bin ich Kapitän Lear. Wir sind uns im Tierpark des Botschafters begegnet. Ja, richtig. Also dann. Wo bleibt meine Geschichte? Wie bitte? Geschichte! Na gut. Geschichte. Geschichte? Ich brauche meine Gute-Nacht-Geschichte. Sonst werde ich einfach nicht wach. Ja, dann denken wir uns mal was aus, ne? Nun dann, ich habe eine Geschichte für Sie. Es war einmal ein Schiffskapitän namens Lear. Geschichte. Ja. Wunderbarer Anfang. Er ging auf eine Reise. Und Lear machte sich auf zu einer Reise. Eine Reise zu Rüben, Sirup, Sirup-Pudding-Insel. Eine Reise nach Balonia. Eine Reise nach Van Diemensland, eine Reise nach Zürich. Nach Zürich kann man nicht mit dem Schiff, aber mit dem Luftschiff. Aber Zürich, wie klingt denn das hier? Vielleicht Balonia ganz gut, weil er ja auf so ein Luftschiff fährt. Eine Reise nach Balonia. Hä? Aber warum wollte er gehen? War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen, weil er ein mutiger Erforscher ferner Länder war, er zum Herzen der Finsternis reiste, er ein Kriegsschiff ins Gefecht steuerte, er die Insel der alten Jungfern mit Keramik und Spitzenklasse belieferte. Spitzenklasse?
Der die Insel der alten Jungfern mit Keramik der Spitzenklasse belieferte. Ach, der Spitzenklasse. Nein, nein, Lia hielt sich immer von diesen alten Schachteln fern. Sind ganz schön Meschugge, wissen Sie? Aber weh mir, da brach doch einer ein Versprechen, das er Lia gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Ach ja, ein Versprechen. Sie versprachen Lia zum Admiralzimmer, sie versprachen Lia eine Verjüngungskur, sie versprachen Lia zu verheiraten, sie versprachen Lia ein Fass voll Hering. Ich glaube, es ist irgendwie egal, oder? Admiral. Sie versprachen, Lia zum Admiral zu machen. Welcher Alarm? Wie meinen? Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Die Sanitania. Die Sanitania. Oh nein, das war's nicht. Ach was. Nein, nein, Sie haben das nicht richtig gesagt. Ich sollte mich vielleicht mal mit der Vergangenheit des Kapitäns beschäftigen. Ich muss einfach eine Kleinigkeit übersehen haben. Ich habe eine Geschichte für Sie. Es war einmal eine Geschichte. Ja, ja, wunderbar. Und Balonia. Na, probieren wir es mit den Rübenpudding. Einer Reise zur Rübensirup-Puddinginsel. Aber warum wollte er gehen? War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen, weil... Aha. Ein mutiger Forscher. Er ein mutiger Erforscher ferner Länder war? Ah, ist das eine Spinne? Nein, das ist ihr eigener Arm. Aber weh mir, da brach doch einer ein Versprechen, das er Lia gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Ach ja, ein Versprechen. Verjüngungskur? Sie versprachen Lia eine Verjüngungskur. Verjüngung? Gute Düngung? Düngerbombe? Bumm! Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Ich probier's mal damit. Also die Kursiv und Sanitania. Die Sanitania? Nein! Nein, nein, Sie haben das nicht richtig gesagt. Ich sollte mich vielleicht mal... Ich muss... Also, noch eine Geschichte. Es war eine Geschichte. Ja, ja. Und Lia macht... Balloni hat man schon. Diemensland. Eine Reise nach Van Diemensland. Was? Aber warum wollte er gehen? Ja, er ging vielleicht auf Reisen, weil... Er zum Herz der Finsternis reiste. Das ist wahrscheinlich eher Van Diemensland als Zürich, oder? Je nachdem, wie man es sieht. Er zum Herzen der Finsternis reiste. Das Grauen, das Grauen. Aber weh mir, da brach doch einer ein Versprechen, das er Lia gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Ach ja, ein Versprechen. Lia zu verheiraten. Sie versprachen, Lia zu verheiraten. Sie müssen verrückt sein, Fräulein. Lia war mit dem Himmel verheiratet. Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Die Sanitania. Nein, meine Gute, nein. Was? Nein, nein, Sie haben das nicht richtig gesagt. Ich sollte mich vielleicht... So ganz... Blicke ich das hier nach nicht. Es war einmal Geschichte. Ja, er ging. Und Lia... Zürich? Eine Reise nach Zürich. Nein, nein, nein. Aber warum wollte er gehen?
War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen. Kriegsschiff? Er ein Kriegsschiff ins Gefecht steuerte? Aber er hat keine einzige Kanone. Er wird zu Brei gemacht. Aber weh mir. Sie betrogen. Was? Ja, das Fass mit Heringen. Sie versprachen Lier ein Fass voller Heringe. Nein, nein. Lier legt seinen eigenen Hering ein. Er ist sehr beschäftigt. Fehlen nur noch 2 Heringe. Dann ist das Fass voll. Das ist vielleicht ein wenig zu optimistisch. Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es noch? Die Sanitania? Nein, 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 nicht ganz. Sind Sie ganz sicher? Nein, nein, Sie haben das nicht richtig gesagt. Ich sollte mich für... Ich muss... Also, Nun dann, es war ein... Ja, also wir... Ich habe hier irgendwie keinen Unterschied festgestellt, oder? Ich glaube, gegen Demonsland hat er ja nichts einzuwenden. Eine Reise nach Van Diemensland. Was? Aber warum wollte er gehen? War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen, weil... Zum Herzen der Finsternis reiste. Das Grauen! Daran scheint er sich zu erinnern. Da brach doch einer ein Versprechen, das er Lier gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Ach ja, ein Versprechen. Admiral, also bei Heirat und Verjüngungskur hat er gelacht und Admiral? Sie versprachen, Lier zum Admiral zu machen. Welcher Alarm? Wie meinen? Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Darauf hat er am besten reagiert. Die Sanitania? Ne? Nein, 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 nicht ganz. Sind Sie ganz sicher? Nein, nein, Sie haben das nicht richtig gesagt. Ich sollte mich vielleicht mal mit der Vergangenheit des Kapitäns beschäftigen. Ich muss einfach eine Kleinigkeit übersehen haben. Wiedersehen. Bitte gehen Sie leise. Die Tür schläft noch. Wir gucken uns mal die nautische Karte an. Da finde ich weder Bug noch Achtern drauf. Die Karten sind alt und verkrumpelt. Was ist im Rollhandschrank? Irgendwas ist hier doch. Mal nachsehen. Es ist mit einem alten Tuch verhüllt. Ja, dann enthüllen wir es. Ja, es ist ein Bild. Aha, der Captain in jungen Jahren. Kapitän Lier sieht ganz glücklich aus. Und das da ist? Keine Ahnung. Champagner, und das ist die Sanitania. Der Champagner kracht gegen das Schiff. Aber es stach nie in See. Ach so. Wo wissen wir das? Ein Anschlagbrett. Das sieht wie das Anschlagbrett vom Hafen aus. Jedenfalls bevor es total schmutzig wurde. Das ist zu verschwommen, um zu lesen, was da über die Reise steht. Und hier ist das Luftschiff. Das war ein tolles Schiff. Ja, gibt uns jetzt aber auch keinen Hinweis auf... Das war ein tolles Schiff. Auf die Reise, die er da gemacht hat. Putzlappen. Ah, wir benutzen mal den Putzlappen. Vielleicht kriegen wir da draußen noch einen Hinweis. Oh. Putzlappen. So, jetzt.
Ich wische den Dreck mal mit diesem Tuch ab. Das ist schon besser. Gefördert von Richter Graupinger. Aha! Richter Graupinger unterstützte die Reise also. Sieht so aus, als ob das Luftschiff die Insel der nervigen Touris ansteuern sollte. Aber die Reise wurde abgesagt. Richter Graupinger präsentiert Reise zur Insel der nervigen Touris an Bord der glorreichen Sanitania. Gut, dann wissen wir auch das. Sonst noch was? Nö. Aber die stand ja gar nicht zur Wahl. Kannst du mir mal bei etwas helfen? Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn einfach nur befragen. Was sollen wir jetzt tun? Ich denke, wir sollten mit diesem Richter Graupinger sprechen. Hast du vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Das klingt doch so, als ob Richter Graupinger etwas Wichtiges mit Kapitän Lier zu tun hatte. In der Tat. Jaha. Und der Schrauber hat gesagt, dass er das Luftschiff wieder flott macht, wenn wir ihm eine Flasche Mama Fischkeksens geben. Was gäbe es noch zu tun? Wir müssten noch eine Empfangsschüssel und eine Stange für Rackhams Vogeldetektor finden. Das Übliche sozusagen. Wir sollten uns nach vergoldeten Metallstangen umsehen. Und wir sollten uns noch nach einer großen Metallschale umsehen. Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Ich denke mal, uns fehlt noch eine gewisse Information zu Kapitän Lear. Die finden wir wohl hier auf Graupingers Insel. Und da wackelt sie. Und da ist ein riesen Teleskop oder Fernrohr oder was auch immer. Hui. Richter Graupinger ist vermutlich da drüben im Graupinger Herrenhaus. Das habe ich mir irgendwie auch so gedacht. Und beim Blick auf die Karte, was ist das? Graupinger Promenade, haben wir dieses Teleskop auch gesehen. Oder ein Fernrohr. Wir können darüber, wir können Versorgungslager, Büro des Hafenmeisters. Mein Gott. Es wird so richtig Open World-mäßig hier. Gerischt. Fernrohr. Da komme ich von hier aus nicht dran. Ja, was soll man mit dem Fernrohr? Was gibt Shantytown? Ist Shantytown Schurkeninsel. Kaffeestube, Eingang zur Kneipe. Kneipe ist gut. Was haben wir hier sonst noch? Fühlt sich doch direkt viel freundlicher an hier. Hä? Na komm, zeig nochmal. Werbetafel, Kaffeestube, Kaffeestube. Strohgedeckte Dächer gefallen mir. Allerdings besteht bei denen größte Gefahr der Anzünderei. Eine Werbetafel? Curies Kaffeestübchen. Das authentische, eigentümergeführte Kaffeestübchen mitten im Herzen von Shantytown. Aha, Curies. und hier? Das Schild des Pubs. Ein gutes Schild finde ich toll. Es wirkt etwas hölzern, aber das könnte sich als reine Frage des Materials entpuppen. Das ist der Pub. Ah, die Taverne. Ein Ort, an dem sich der müde Reisende ausruhen kann. Riecht ziemlich nach Klo. Dann sind wir ja richtig. Ich nehme an, hier gibt's den... Ich hoffe mal, hier gibt's den... den Sprit, den unser Chefmechaniker braucht. Aber wir gehen mal
Nachdem wir jetzt alles gesehen haben, in der Tat, gehen wir mal ins, in die Kaffeestube. Ach, das sieht aber schnucklig aus. Professor Mary Jane Morgan, Nancy Curie und Dr. Lemuel Perrywick und jede Menge Krims und Krams. Und jung. Jung. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Krimskrams tatsächlich. Schnickschnack, Nippes, seltsames Zeugs und Objet d'art. Der ganze Krempel dürfte höchstens einen Fünfer wert sein. Oder wie ein Freund von mir gerne so sagt, Triss, Piss und Schiss. Eine alte Pendeluhr. Da pendelt eine Pendeluhr, jedoch wo sind die Zeiger nur? Wie war das noch mit dem U und dem Klebeband? Klatscht der U an die Wand, hält er ohne Klebeband, ja. Schnickschnack, Nippes, der ganze Krempel. Ja. Ja, auch Bücher. Die sehen nicht so aus, als ob sie oft gelesen werden. Es hat mehr so Deko. Fürs Geschirr. Stapelweise Geschirr. Nie zuvor hat man so schön gestapelte Geschirrstapel gesehen. Künstlerisches Durcheinander für eine Prise Kultur der Bohème. Genau. Wir sind im Künstler- und Intellektuellen-Café gelandet. Stapelweise Geschirr. Nie zuvor hat man so schön gestapelte Geschirrstapel gesehen. Ja. Und noch mehr Bücher. Die sehen nicht so aus, als ob sie oft gelesen werden. Ja, es gibt Touristen, die allein wegen der Geschirrstapel kommen, und die, um diese zu bewundern. Nancy Curie. Madame Curie. Mhm. Fangen wir mal mit der an. Die Bedienung ist eine ganz schöne Zicke. Und die Professorin? Die sieht clever aus. Und der? Aha. Ich sehe den verkniffenen Augenaufschlag eines Intellektuellen. Hier war doch noch was, oder? Erkerfenster. Ein Erkerfenster mit Blick auf das Wäldchen hinter der Kaffeestube. So. Ich wäre jederzeit bereit, mich aus dem Fenster zu werfen, wenn's was bringt. Jetzt steht mir der Sinn aber eher danach, durch die Tür zu gehen. Gut. Nachdem wir jetzt hier alles fachmännisch erkundet haben, fangen wir mit den Gesprächen an. Hallo Nancy. Heda! Ja, was willst du denn? Genau, gibt's hier was zu trinken? Was liest du da? Ist das deine Kaffeestube? Tschödern. Was gibt es denn hier so zu trinken? Kaffee. Zimt-Cafficinos, Schlankheitskakaoschnäpschen, Ausnüchterungskaffee, Hanftee mit Antioxidantien oder minziger Doppelitaliener Frappé mit Meersalz. Wie sieht es mit einem Glas Wasser aus? Nicht im Angebot. Aha. Tja, da sind wir ja bei... Also sind wir hier an einer echten Hipster-Adresse gelandet, ne, wenn man sich die Getränke so anschaut. Was liest du denn da? Genau. Was liest du denn da? Lyrik. Lyrik. Klingt toll. Und ist es auch? Manchmal. Wie heißt denn der Dichter? Wie heißt der Dichter? Ach, von dem hast du vermutlich noch nie was gehört. Find's doch raus. Wilhelm von der Weide. Nein, hab noch nie von ihm gehört. Klar, habe ich von ihm schon gehört. Hat er nicht das mit dieser Wolke gemacht? Ja, wer? Poker mal ein bisschen. Hat er nicht das mit dieser Wolke gemacht? Nein, ich wusste, dass du ihn nicht kennst. Ach ja, wer soll denn das schon sein? Wer soll denn Wilhelm von der Weide sein? Der ist zufällig der weltbeste romantische Lyriker.
Er ist fabelhaft. Und er hat bisher nicht einmal eine seiner zärtlichen Cousinen verführt. Außerdem ist er total knuffig. Schau dir doch bloß mal sein Bild hier in Der Hipster an. Wow. Leute, passt auf eure Schwestern auf. Der ist hundertprozentig mein Lieblingsdichter. Also zumindest seit ich letztes Wochenende zum ersten Mal von ihm gehört habe. Gut, gut. Wilhelm von der Weide. Ein richtiger Frauenheld. Und kommen wir zur Frage aller Fragen. Ist das dein Schuppen hier? Ist das hier deine Kaffeestube? Nein, es ist mein Delfinarium. Die Aufführung beginnt um 3. Plätze in der ersten Reihe, akut Spritzwasser gefährdet. Sarkasmus ist die schäbigste Form des Witzes, Fräulein Curie. Nicht so schäbig wie das nachzuäffen, was andere Leute zuvor gerade gesagt haben. Möchten Sie Ihre Rechnung, Periwig? Guter Witz, Verehrteste. Wollen wir mal gemeinsam darüber lachen? Okay, okay, okay. Ich würde mich für eins deiner Getränke interessieren. Ist das wieder so ein Getränkeding hier wie beim letzten Mal? Wilhelm von der Weide? Wieso kann man Wer das soll denn machen? Wilhelm von der Weide sein? Der ist zufällig. Er ist außerdem... Wow. Ja, okay. Das bringt nichts. Tja. Ob wir uns für die Getränke interessieren? Ich würde mich für eins deiner Getränke interessieren. Also, Zimt-Cafficino, Schlankheits-Kakao-Schnäpschen, Ausnüchterungskaffee, Hanftee mit Antioxidantien, ein minziger Doppel-Italiener-Frappé mit Meersalz. Fangen wir oben an. Was ist ein Zimt-Cafficino? Im Prinzip lauwarme Ziegenmilch. Willst du einen? Ich denke, wir brauchen's. Danke. Ich will kassieren die alle mal. Ich würde mich für eins deiner Getränke interessieren. Wie so oft. Was ist ein Schlankheits-Kakao-Schnäpschen? Das ist ein super gesundes Kakaokonzentrat. Ohne den ganzen fettmachenden Zuckerkram, der den Geschmack überhaupt erst erträglich macht. Willst du einen? Jo, immer her damit. Ja. Aber eigentlich brauchen wir ja... Danke. Und ich würde mich für eins... Den Ausnüchterungskaffee? Was ist ein Ausnüchterungskaffee? Die ultimative Kur gegen einen Kater. Den darfst du nicht trinken, falls du vorhaben solltest, irgendwelche Maschinen zu bedienen. Oder falls du vorhast, diesen Monat noch zu schlafen. Willst du einen? Ja, immer her damit. Ja. Danke. Ich würde mich für ein... Was fehlt uns noch? Ach Gott, Hanftee mit Antioxidantien. Was ist Hanftee mit Antioxidantien? Nervt es dich nicht auch immer, wenn dein Hanftee durch Oxidation ruiniert wird? Naja. Siehst du, dann ist Hanftee mit Antioxidantien ganz einfach das Getränk für dich. Willst du einen? Klar, Inventory ist noch nicht voll. Ja. Danke. Ich glaube, uns fehlt noch was, ne? Ich würde mich für eins deiner Getränke interessieren. Genau, der minzige Doppel-Italiener Frappé mit Meersalz. Was ist minziger Doppel-Italiener Frappé mit Meersalz? Oh, der ist einfach genau wie ein Doppel-Italiener Frappé mit Meersalz. Nur eben minziger. Willst du einen? Yep. Ja. Danke. Also irgendwie habe ich den Eindruck... Dann verabschieden wir uns mal. Tschö dann. Von mir aus. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Ausnüchterungskaffee... Boah, da riecht man förmlich das Koffein. Ich fühle mich schon durch das Halten der Tasse voll aufgeweckt. Der Ausnüchterungskaffee, der einzige ist mit Funktion hier, ne? Das riecht irgendwie säuerlich. Verflüssigtes Bitterzeugs.
war... Was haben wir hier noch? Hanftee? Offensichtlich sind da an innerlicher Verrostung, wäre somit vorgebeugt. Das ist ein Doppel-Italiener Frappé mit Meersalz. Mit Minze. Genau. Also eigentlich scheint der Ausnischungskaffee der einzige zu sein mit Funktion in dem ganzen Sammelsurium, das wir jetzt wieder an uns genommen haben. Und ja, was der Rest der Belegschaft hier zu verkünden hat, das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht probieren wir noch ein paar von den Getränken. Mal schauen. Bis dahin. Tschüss.